Leute, ich freue mich, dass ich euch wieder bei mir habe. Und was sagt ihr zu diesem Arasaka-Flugzeugträger, der in Night City angedockt ist? Heißt Kuchira oder der Wal? Angeblich meinte der Konzern, dass die japanischen... Ihre Mutterschiff verbirgt sich genau über unseren Köpfen. Hallo und willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. Wir machen ein bisschen weiter hier. Hey, wie? Moin. Dr. Vector empfängt dich jetzt. Danke, Mann. Ich bleib so lange hier. Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Wünsche ich euch viel Spaß. Lassen wir die mal machen. Killerkatzen. Ja, auch total kurios mittlerweile. Er befestigt seine Deckung. Ah, er wird müde, langsam werden die... Vicky, fällt wie ein Turnschuh. Alter Ripper, schön dich zu sehen. Auch schön dich zu sehen, wie. Ist eine Weile her, also was führt dich zu mir? Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von einer Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit gegen Licht? Das ganze Paket. Okay, Kleiner. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Hab einen neuen Fixer getroffen. Hat mir einen Job gegeben. Dexter DeShawn. Echte Größe aus dem Afterlife. Aus dir wird langsam was. Aber gibt's was, das du mir nicht erzählst, Vic? Sei vorsichtig. Sonst nichts. Hab einiges von Dex gehört. Ist wohl nicht so gechillt, wie er sich gern gibt. Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dex DeShawn. Einen von der Oberliga. Ich brauch richtig gute Tech. Der Dexter DeShawn. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten, bezahlt hat er noch nicht. Also, gerade sieht's schlecht aus. Hör auf zu flennen, Vic. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen, du kennst mich. Ein letztes Mal, klar? Setz dich hin. Und entspann dich. So ein Ripper-Dog als Kumpel zu haben ist auch nicht schlecht. Kiroshi-Optik. Das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Verlink dich. Kiroshi? Weg, das ist das Beste, was man finden kann. Klingt für mich, als wär's genau das Richtige. Ich hab versprochen, dich zu bezahlen, aber das... Das könnte ein bisschen zu viel sein. Uns beiden fällt schon was ein. Im Moment will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst. Mit den Eddies. Klar, das sag ich nicht, nein. Du schaust dich um und wählst aus, ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Ach, das sieht ja jetzt ganz anders aus. Das haben wir ja schon mal gesehen. Aha. Hände, kann ich auch direkt was? Ja, komm, wir machen erstmal jetzt das Auge. So, ist das jetzt hier hochgegangen? Plus eins hier. Kiroshi-Optik. Vierfacher Zoom. Auf Kategorie plus 1 Upgrade. Ach, wir können die jetzt auch upgraden. Ja, das machen wir natürlich nur mit gutem Zeug. So, und die Hände auch. Plus 2 geht hier. 27 können wir. Den Slot haben wir noch nicht. Könnten den aber auch upgraden. Das würde sogar nur $1 kosten, oder was?
Machen wir aber mal noch nicht. Ich spare mir mal die Ressourcen, weil ich habe ja im Moment nur 20. Ach, jetzt kann ich hier... Ich kann hier überall was reinmachen. Ja klar, noch eine Panzerung rein. Warum nicht, ne? Mehr habe ich gerade nicht. Jetzt habe ich hier auch die anderen Sachen. Ich habe aber nicht mehr viel Platz. Die kosten jetzt Geld, alle. Das ist aber auch nicht schlecht, ne? Dieses Ding. Das habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Hier so ein Mod. Ich hätte die Kohle. Würde gerade so noch reinpassen. Ich hätte halt nur meine Geschwindigkeit. Hier haben wir nichts. Nee. Arme auch nicht. Was haben wir hier? Schaden gegen Drohnen, Max. Dings. Plus eins Speicherteil. Brauche ich jetzt aber nicht. Das Betriebssystem muss ich im Prinzip auch nicht machen. Nee, wann kann ich das hier freischalten? Ach so, da muss ich hier einen Perk haben. Das heißt wirklich, das Einzige, was jetzt noch reinpassen würde, wäre der hier. Den kaufen wir auch. Dann nehmen wir rein. Gut. Mehr können wir nicht gerade machen. Weil wir müssen hier das Limit erstmal erhöhen. Wenn wir drüber sind, Cyberpsychose oder Mark was? Mark One, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeig Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Hm, das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tag. Bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. So, rein da. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Also, was gibt's Neues im Leben des Victor Vector? Ganz ehrlich, nicht viel. Und genauso gefällt's mir auch. Früher drehte sich bei mir alles nur darum, woher du kommst, wer du bist, was du hast. Und wie ging's weiter? Ich hab einen Schlussstrich gezogen und bin raus. Werd in Night Fucking City nie zur Legende werden, aber wenigstens schlaf ich ruhig. Genau so. Danke. Das tut bestimmt jetzt weh. Jetzt noch ein Anästhetikum, dann wird geschnitten. Spürst du was? So wie immer. Ich spüre kein bisschen. Weißt du, du fragst mich das jedes Mal. Warum sollten die Dinge plötzlich anders sein? Sicher, Kleiner. Ist ja nicht so, als gäb's ein Risiko auf einen Hirnschlag oder Lähmungen. Aber was weiß ich schon? Bin ja nur Arzt. Das dachte ich mir. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Okay, testen wir es. Jetzt Auge wird's magisch. Ich verlinke dich. Okay. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast, Glitches. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Wow. Das ist fantastisch, Vic. Sehr schön. Zeit. Wo kommen jetzt die ganzen Ads? Menschen scannen. Für den Scanner. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut. Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben.
Fahndungsdatenbank. Das sollte wunderbar klappen. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Was ist mit dem Neurovirus? Vom letzten Job. Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Danke, Vic. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. 2 Züge jetzt und weitere 2 in einer Stunde. Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim. Verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Danke nochmal, Vic. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Dann los, Kleiner. Zeig ihnen, was du kannst. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Wer gewinnt? Hernandez! Weißt du, früher hätte Malone dieser Krüppel längst auf dem Boden gelegen. Aber jetzt hat jeder Schädelpolster drin. Schluckt 75% jedes Hiebs. Hast du auf diesen Kampf gewettet? Nein, ich guck's nur gern. Alte Gewohnheit, schätze ich. Es fehlt dir, oder? Ach. Wie läuft der Laden? Kann mich nicht beschweren. Die Konzerne lassen mich in Ruhe und Saka heuert wieder Söldner an, die alle die neuesten, besten Implantate brauchen. Schon besser, dass Misty dir hilft. Die kann dein Gejammer gut ab. Ja, mich in ihrem Laden einzumieten war eine super Entscheidung. Weißt du was? Ich glaube, du bist der Einzige in Night City, der zufrieden ist. Abnimm. Was ist denn jetzt schon wieder los hier mit Jackie? Im bestimmten Alter hast du keine Illusionen mehr. Dann wird das Leben viel einfacher. So, ich brauche auf jeden Fall Kohle, damit ich die bezahlen kann. Kann ich jetzt schon diese Bilder eigentlich scannen? Probieren wir direkt mal aus, ob das mit den Bildern schon klappt oder noch nicht. Oder ob das erst ist, wenn ich den Relic habe. Ich will immer Shift drücken, um zu laufen, aber ich habe ja jetzt auf Shift ausweichen. Und auf Alt habe ich den Sprint. So, gucken wir mal. Ich meine, hier irgendwo an der Wand wäre das gewesen. Da. Okay, geht noch nicht. Sonst haben wir hier aber, glaube ich, noch nichts. Doch. Was zum Lesen. Ja, wir sind ja Street Kid, das interessiert uns alles nicht. Das machen wir nur, falls das irgendeinen Quest triggert oder so. Ich weiß gar nicht mehr, ob es hier sowas überhaupt gab. Ich weiß nur, in Baldur's Gate gibt es das. Da lese ich mir auch alles. Also, ich klicke alles an und scroll's durch. Aber tu's wirklich nicht lesen. Liest das einer alles? Also, ich weiß von ein paar, die behaupten, das alles zu lesen. Aber dann sehe ich, wie weit die schon sind und wie viele Spielstunden die haben. Entweder lesen die so schnell, wie ich das durchskippen kann. Oder die haben die halbe Karte nicht hier erkundet. Chakra scheint mir etwas daneben, Babe. Ich kann's wieder richten. Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Und von fiesen roten Dingen. Oh, danke, Misty. Du bist die Beste. Deine Aura braucht Pflege, Baby. Musst du täglich umsorgen. Wird nur schlecht, wenn du es nicht tust. Deine Hände müssen sauber sein, um die Fäden des Lichts auf ihrer vollen Länge zu streicheln. Dann werden sie stark
Stark und hart. Mhm. Hart. Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Doc warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Ich würde lieber auch mal mir die Karten legen lassen. Wie läuft das Geschäft, Misty? Du bist seit 2 Tagen der Erste hier. Und vor 2 Tagen war es ein Pizzabote, der sich verlaufen hatte. Die Leute in dieser Stadt haben ihren spirituellen Sinn verloren. Aber naja, ich bin hier, um ihnen zu helfen, nicht andersrum. Wie kann sie den Laden am Laufen halten, wenn sie keine Kohle verdient? Kriegt die alles nur vom Ripper Dog oder was? Kann ich mir... Regina, was los? Hör zu, ich habe eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Boah, ich bin mehr so der Typ, der tötet, ne? Ich bin wirklich mehr der Typ, der tötet. Vielleicht brauche ich echt so... Warte, tötet ein Basie nicht? Basie. Ist das eine nicht tödliche Schlagwaffe? Müssen wir mal ausprobieren. Speichern wir vorher mal und dann probieren wir das mal aus. So, hier will ich einfach alles ändern können, was ich will. Ich würde aber immer nur gern hier das Outfit behalten. Erstmal, das ist halt wirklich jetzt unser... Die Jacke werden wir vielleicht irgendwann mal austauschen. Was ist los, Kollege? Welches Leben existiert ohne seinen Körper? Was sind die Net-Kreaturen, wer nicht Seelen aus dem Jenseits? Ich habe ihre Stimmen gehört. Lebende, überschreitet diese Schwelle nie, denn eure Seelen werden ebenfalls gefangen werden. Du hast Stimmen gehört? Was haben die gesagt? Sie kannte nicht die Sprache der Sterblichen. Sie heulten, schrien qualvoll auf ewig entrissen ihrer Erdengestalt. Unter ihnen war eine Frau mit einer Stimme aus Eis, Königin Lilith. Sie war ruhig, doch auf Kosten ihrer Menschlichkeit. Ihr fragt, wer öffnet diese unheiligen Tore des Abgrunds? Eigentlich nicht. Und ich antworte euch, die Technonekromanten von Alpha Centauri. Ganz bestimmt. Ich kenne dich, du kommst oft hier lang. Du hast die Wahrheit erkannt, das sehe ich in deinen Augen. Lässt du mir eine kleine Spende da, damit ich meine Mission fortsetzen kann? Hab nur Flusen in den Taschen, sorry. Tja, das war wohl nix. Denn ich bin vielleicht auch ein Technikromant. Also habe ich gefragt, was an Persönlichkeitsanpassung so schlecht ist. Du schnappst dir einen Kriminellen. Ups, der wäre fast ins Auge gegangen. Was ist denn hier los? Action! Ja, da bin ich mit dabei hier, ne? Moin! Ich bin auch hier! Ja! Und was macht ihr hier so? Oh. Komm, upsala! Der Scheißer angreift, ihr Vollidioten! Bewegung!
Oh shit, jetzt habe ich es mit dem Bullen angelegt. Das war natürlich nicht mein Ziel. Ich wollte denen doch nur helfen. SCPD! Ich will den Loot nicht verlieren. Kann ich mich hier verstecken? Polizei! Mit erhobenen Händen rauskommen! Ich werde die Einstellung wieder ändern. Ich will immer Shift drücken zum Weglaufen. So. Wo ist denn hier Rennen umschalten? Sprint ein, aus. Zack. Ausweichen, Sprint. Es geht leider beides nicht. Dann machen wir Ausweichen, Sprinten ist alt. So. Der kommt. Ich will doch nur die Leichen looten. Perfekte Scheiße! Keine Zeugen. Fuck, jetzt kommen die alle her. Ich muss hier weg. Komm, Sterne, geht weg. Okay, sie sind weg. Oh, hier liegt eine Leiche. Keine Ahnung, wem die gehört. Können wir nicht looten. Okay, die Sterne gehen auf jeden Fall schneller weg als erwartet. Aber das ist okay. Die Frage ist nur, wenn man dann mal wirklich das fokussieren will, ganz viele von denen platt zu machen, um alle Sterne zu haben, ob schnell genug die nachkommen, weißt du? Wo waren wir stehen geblieben? Be aware that using firearms against other road users is not protected by the Second Amendment. Er speichert aber relativ flott. Moin. Hatte eine kleine Auseinandersetzung mit der Polizei. Hat ein bisschen gedauert. Mr. B., ein Vergnügen. Dexter DeShawn leibhaftig. Echt schweres Tier. Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen?
Der Beste sein oder gar nicht sein, Dex. Koste es, was es wolle. Hm. Der Klassiker. Genau die richtige Antwort von einem Frischling. Respekt. Frischling? Ich bin der King. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Warte mal. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wozu all das, Dex? Warum ich? Jackie oder Tiba könnten jetzt genauso hier sitzen. Hättest nur anrufen müssen. Nenn mich altmodisch. Aber Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, schaue ich gern in die Augen. Mit Jaxter hatte ich schon das Vergnügen. Und die süße T-Bug hat mir vor 2 Jahren geholfen. Darum sind wir jetzt hier. Außerdem habe ich eine hübsche Testmission für dich. Aber dazu später mehr. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Mhm. Schätze, der gehört einem Konzern. Mhm. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? 2 Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig, will mit einem vom Team plaudern. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Echten Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor 2 Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis 3 Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen. Und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Dieser Royce, wie ist der so? Totaler Psycho, von der chromverrückten Sorte. Davon gibt's hier viele. Da hast du recht. Nur gibt's noch ein paar Schlimmere, die ihre eigenen Freunde durch einen Mikrowellentrockner jagen würden, wenn sich's lohnt. Angeblich zerplatzen zuerst die Augäpfel. Gibt ein hübsches Plopp, dann wird der Rest zu Gulasch. Wer ist die Primadonna? Konzernagentin, Dienstaufsicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Ein paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du.
Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Eins noch, Mr. V. Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Hm? Wir sehen uns. Hat er vergessen, mit wem er hier redet? Das kann ja nicht wahr sein. Level up! Jaxter, hab mit Dex gesprochen. Hey, Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er meinte, er will sehen, was wir drauf haben. Aber ich habe das Gefühl, er schmeißt uns mit Maelstrom und Militech in den Ring. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Hey, hab ich gehört. Ich wollte was Royce abholen. Gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Ja, ja. 48. Chingo. Ah, und ich dachte, Mönche müssen alle weltlichen Freuden aufgeben. Ja, das ist für einen Freund. Ich helfe einem Freund. Aha. Du klingst nicht begeistert. Was weißt du über Royce? Und der Typ ist besonders durchgeknallt. Royce schnüffelt Chrom wie Junkies Drogen. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holof Tusen anfalkern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Ich werde erst mit Parker sprechen. Rausfinden, wie sie drauf ist und was sie will. Orale, dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Was ist ein Problem? Warum rempelst du mich an? So, wir haben hier einen Quest, wenn mich nicht alles täuscht. Hier. Was? Gratis Klamotten. Wie läuft das hier? Kann jeder Loser einfach reinspazieren und sich illegale Software zulegen? Nee. Nicht jeder. Warum schreiben die so viel? Ganz offiziell reparieren wir Cyberdecks. Was haben die denn alle? Ich werde mich nicht bedanken, da antworte ich nicht. Ich ghoste den jetzt. Muss ich aber. So, will noch irgendjemand aber hier mich volltexten? Aber wenn du mit Empfehlung kommst und weißt, was du haben willst, dann findest du es bestimmt. T-Buck schickt mich. Du sollst was für mich haben. Du bist wie, oder? Sie wollte, dass ich dir einen Demon gebe. Sollte auf der dritten Generation laufen. Ich habe ein Militech Paraline. Sollte reichen. Nicht schlecht. Für Anfänger. Ich nehme immer gern einen Demon. Wenn du willst, kannst du ihn gleich testen. Hab einen Zugangspunkt. Vielleicht kommst du so an Software oder ein paar Subroutinen. Lohnt sich sicher. So, hier ist der Ping. Ich
Was denn hier noch? Hier direkt so das, was ich immer nutze. Hier Verseuchung, mega geil. Überhitzung, mega geil. Kurzschluss, auch mega geil. Ich habe später, musste ich immer nur Verseuchung machen und alle sind tot gewesen. Und wenn es krassere Gegner waren, dann habe ich halt noch Überhitzung oder Kurzschluss da reingeklatscht. Aber ich kann hier ein bisschen verticken, ne? Hier, zack, weg mit dem Revolver. Weg, weg. Da haben wir noch Kleidung, die wir nicht brauchen. So, wie war das? Ich soll pingen? Ich muss den doch erstmal ausrüsten, oder? Ja, das noch gleich. Wie war das noch gleich? Hier. Zack, ist mit drin. Kurzschlussoptik, überhitzen, ping. Alle drin. So, was hat die gesagt? Die hat hier einen. Mal, irgendwas Cooles im Angebot? Klar, wenn du Kohle hast. Ja, wenn man sich gut mit den Maelstrom-Jungs hat, dann hat man da... Die hat doch gesagt, die hatte einen Ping. Hier. Machen das mal kurz. 1C55. 1C, ja. Machen wir hier. Mission abgeschlossen. Ne, Ping ist dafür da, um rauszufinden, wo das Datenterminal ist. So, was habe ich hier noch hier für Quests? Cyberpsychos. Victor. Den Ring. Dafür sind wir, glaube ich, noch zu schlecht. Also machen wir am besten wirklich jetzt hier die Kundin. Erstmal leveln. Abrissbirne. Umzurennen. Das, wie weit die wegfliegen. Das ist aber auch cool. Aber ich will erstmal mich so ein bisschen buffen. So, wir machen erstmal unsere Lebensregeneration erhöht. Jetzt habe ich schon keine Punkte mehr. Aber die Abrissbirne nehmen wir auf jeden Fall mit. Schrotflinte. Schrotflinte und stumpfe Waffe gehen wir. Für leichte Maschinengewehre gehen, weiß ich noch nicht. Also ich nehme an, bei stumpfe Waffen trifft auch die Gorilla-Arme, zählen die dazu? Ich hoffe. Ja, den Techie werde ich auch erhöhen. Ich hoffe, dass der Techie ja meine Cyberware-Möglichkeiten erhöht. So. Ah. Aus dem Weg, sonst gibt's auch auf die Fresse. Ist das safe?
So, Radio. Hey, wie konnte ich das Radio nochmal machen? Ach, hier. Was haben wir denn hier? Ich weiß gar nicht mehr, welches Radio ich immer gehört habe. Broadcasting to you live from the color. Also Wechselstrom erinnere ich mich. Ritual erinnere ich mich. Body Heat hatte ich auch immer wieder mal. Ich glaube die hier alle nicht. Hier Moro Rock hatte ich auch immer mal. Den kenne ich gar nicht. Darkstar kenne ich auch nicht. Impuls sagt mir auch nichts. Sind drei neue Radiosender dazu gekommen? Die drei sagen mir überhaupt nichts. Ja nicht fahren, ne? Da sehe ich zu wenig. Da läuft gerade gar nichts. Wir müssen warten. Oh, haben wir zufällig gerade die Zeit erreicht? Ne, wir haben die Uhrzeit tatsächlich. Gut, das machen wir aber in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao!